Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich melde mich hier aus einem Wald in der Gemeinde, in der ich geboren wurde, Hamm an der Sieg. Und ich möchte euch heute mal meinen neuesten Clou vorstellen. Ich habe es gerade eben beim Norma gesehen und konnte einfach nicht daran vorbeilaufen, ohne es zu kaufen. Zum Preis von, sagen wir mal, unschlagbaren 7,78 € inklusive 16% Mehrwertsteuer. Die werden nämlich beim Norma abgezogen. Bekommt man hier einen Nachbau von Chris Reeve Nyala. Das fiel mir sofort auf. Chris Reeve ist ein genialer Messerdesigner. Das Nyala ist schon ein paar Mal an mir vorbeigegangen. Ich konnte mich bisher nie dazu durchringen, es zu kaufen. Und dachte mir, nimmst du einfach mal das hier mit. So, produziert wird das Ganze angeblich von Acme United Europe GmbH. Die ist ansässig in der Junkerstraße 13 bis 15 in Solingen. Der Vertrieb wiederum erfolgt über Solax Sunshine, scheint wohl ein Hauszulieferer von Norma zu sein. Angeblich Edelstahl, welcher, keine Ahnung, ich tippe auf einen 420er 440A, die durchaus Leistungspotenzial haben, allerdings nur bei einer recht komplizierten Wärmebehandlung und die kann man bei dem Preis wohl nicht erwarten. Das Ganze kommt in einer mehr schlecht als recht verarbeiteten Nylonscheide, soll wohl irgendwie Cordura imitieren, aber der Durchlass ist für Gürtel von 4 cm wahrscheinlich auf jeden Fall ausreichend. Innen drin ist die mit einer Art Neopren gefüttert. Naja, sei es mal dahingestellt, es ist halt Low-Budget-Kram. Allerdings die Überraschung. Das Ding kam wirklich mit Rasurschärfe. Es hat mir zwar mit etwas Druck, aber ansonsten recht zuverlässig die Haare vom Arm abrasiert. Also da kann ich jetzt gar nichts sagen. Ich habe dann auch mal angefangen, ein bisschen Fichte und Kiefer zu betonen, da hier nebendran im Wald doch ziemlich gut abgeholzt wurde. Ich habe bisher beim Betoning keinen Schärfeverlust gesehen, auch schon einige Feathersticks vorbereitet. Als Beidhänder mal mit links und mit rechts ausprobiert. Klappt einwandfrei. Also für das Geld kann man jetzt echt nichts sagen. Der Unterschied zum Reef Nyala ist hier die Klinge mit 1,5 cm mehr Länge, sprich 10,5 statt 9 cm wie beim Nyala. Und statt der 4,5 mm Klingenstärke bei Chris Reef haben wir hier etwa 3,7 mm Klingenstärke. Der Griff ist, bis auf die Tatsache, dass es hier ein ABS-Kunststoff sein soll, der auch übrigens sehr griffig ist, wirklich 1:1 nachempfunden. Also da haben sich die Designer dieses Messers nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber zumindest ein sehr geiles Design übernommen. Auch die Locken von fein bis etwas dicker, überhaupt kein Thema. Also primäre, sekundäre Federn. Macht das Messer echt zuverlässig. Da ist das Ding mal abgeflogen. Also doch, das Ding ist wirklich zu gebrauchen. Für Power Cuts ist es auch bissig. Also trotz Hohlschliff ziemlich stabil. Power Cuts gehen tief, Locken werden von fein bis größer, ganz wie man es lustig will oder haben will, wie man es lustig findet. Auch hier, wenn ich Spitzen schnitzen möchte, das Ding, das geht gut. Wie es sich im Langzeittest bewährt, werden wir natürlich noch sehen. Aber für die angepriesenen 7,99 € inklusive Rabatt 7,78 €, die ich jetzt bezahlt habe, ist das Teil echt zu gebrauchen. Also, wer mal auf Low Budget ausweichen möchte oder insgesamt drauf steht, wer dazu noch ein bekanntes und auch schon erprobtes Design haben möchte, der kann sich das Teil ruhig kaufen. Auch hier wieder die Locken. Durchaus zufriedenstellend. Ob es einen Feuerstahl anreißen kann, habe ich noch nicht ausprobiert. Wie gesagt, ich befinde mich hier im Wald.
Es ist zwar klatschnass, aber ich möchte halt kein Risiko eingehen und hier Feuer machen. Aber wir können es ja trotzdem mal gerade probieren. Und, oh ja, das Ding schlägt Funken wie Sau. Also der Klingenrücken ist dementsprechend gut geschärft, scharfkantig. Ich kann bis jetzt, bis auf die Scheide, die echt mies verarbeitet ist, nichts Negatives über dieses Messer sagen. Vielleicht habt ihr noch Anregungen oder keine Ahnung, was auch immer, Vorschläge. Und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr euch mal überlegt habt, so ein Teil zu kaufen, wer jetzt eine Norma in der Gegend hat, kann und sollte das ruhig tun. Für das bisschen Geld macht man definitiv nichts falsch. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag noch. Ich mache mich mal weiter. Tschüss.